So we have now Patrick Breyer connected, ready to press the button, speak. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Seehofer, Sie haben Ihre Vision europäischer Polizeiarbeit aufgezeigt. Was die Öffentlichkeit im Moment aber mitbekommt, ist von rechtsradikalen Netzwerken in der Polizei, von Racial Profiling bei der Durchführung verdachtsloser Kontrolle. Man hört von illegalen Datenabfragen innerhalb der Polizei, die immer wieder vorkommen. Und deswegen sind ja nicht nur Straftäter eine Gefahr für die Bevölkerung, sondern auch ein übermächtiger Staatsapparat wäre das und auch Straftäter innerhalb der Polizei. Außerdem gehört zur Wahrheit natürlich, dass die Kriminalität, soweit sie registriert wird, sinkt. Auch das muss man der Öffentlichkeit erklären. Jede Freiheit wird natürlich auch von Kriminellen missbraucht werden. Das ist aber keine Rechtfertigung dafür, sie abzuschaffen. Und deswegen, Frau Kommissarin Johansson, Ihr Vorhaben, verdachts- und unterschiedslos sämtliche private Post, elektronische Post auf illegale Inhalte zu durchsuchen, ist ein Angriff auf unsere Grundrechte und wird vor den Gerichten keinen Bestand haben. Sie würden das auch mit Ihrer persönlichen Post nicht zulassen wollen. Herr Minister Seehofer, ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste betrifft Europol und die zweite den Brexit. Sie wollen ja Europol zu einem europäischen FBI ausbauen, so heißt es im Europawahlprogramm Ihrer Partei. Wie stehen Sie dazu, auf der anderen Seite die Kontrollbefugnisse der Öffentlichkeit zu stärken? Das heißt, proaktive Transparenz durch Europol, durch Veröffentlichung von Entscheidungen, Einführung richterlicher Anordnungen als Voraussetzung für Befugnisse von Europol, stärkere Kontrollmöglichkeiten auch durch unseres Gremium bei der Überwachung gerade des operativen Geschäfts von Europol, etwa durch Einführung eines Rechts auch verbindliche Anweisungen zu geben. Und zum Brexit habe ich folgende Frage. Großbritannien hat ja schon vor seinem Ausscheiden nicht gesetzeskonform mit dem Schengener Informationssystem zusammengearbeitet. Sie wissen, dass es da eine sehr lange Mängelliste gibt. Hinzu kommt, dass die Großbritannien Massenüberwachungsprogramme betreibt, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine Datenübermittlung in systematischem Umfang ausschließt. Jetzt diskutiert man, den Datenschutz abzusenken. Man sichert uns nicht zu, dass die Europäische Menschenrechtskonvention wenigstens zukünftig eingehalten werden soll. Können Sie verstehen und werden Sie sich dafür einsetzen, dass unter diesen Umständen ein systematischer Datenaustausch mit Großbritannien in Zukunft nicht in Frage kommt? Und wo ich besonders berührt bin, war einer der letzten Beiträge zur Polizei. Also ich kann nur sagen, Extremismus rechts und links, rechts noch stärker als links, ist die größte Sicherheitsbedrohung, wenn man von politischer Kriminalität spricht. Und die muss rigoros identifiziert und bekämpft werden. Und da kann es auch nur Null Toleranz geben, auch dann, wenn sie innerhalb von Sicherheitsbehörden stattfindet. Und das tun wir auch. Wir schauen da nicht weg, wir schauen hin. Und das wird rigoros bekämpft und das wünsche ich mir auch für ganz Europa. Und das vertreten wir auch gemeinsam. Trotzdem, und wenn man mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden gibt, bin ich sehr dafür, dass man auch die Kontrollbefugnisse der Parlamente gegenüber den Sicherheitsbehörden stärkt. Das machen wir auch in Deutschland gerade aktuell bei der Quellen-TKÜ für den Verfassungsschutz. Das bedingt sich gegenseitig, wie die Kommissarin gerade gesagt hat. Wir wollen ja die Freiheit für die Menschen aufrechterhalten, aber auf der anderen Seite auch durch einen starken Staat Verbrechen bekämpfen. Und Verbrechen bekämpfen gelingt nur mit einem starken Staat, von der personellen Ausstattung und mit den Befugnissen, die den modernsten Anforderungen entspricht. Also Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, gleichzeitig aber auch Kontrollbefugnisse macht, das ist meine Erfahrung nach 50 Jahren Politik, muss kontrolliert werden. Und wenn man einer Behörde Macht überträgt, dann muss auch diese Befugnis kontrolliert werden. Aber ich will trotz dieser klaren Aussagen, Extremismus nicht zu dulden, Rechtsextremismus auch bei Sicherheitsbehörden massiv und
ohne jede Rücksicht rigoros zu bekämpfen. Auch durch Präventionsmaßnahmen schon deutlich sagen, was die Kommissarin richtigerweise in ihren Eingangsworten gesagt hat. Vor der Polizei in Europa muss niemand Angst haben, sondern es sollte jeder Vertrauen gegenüber der Polizei haben. Dass da immer wieder Fälle vorkommen, wo menschliches Versagen stattfindet, ist auch wahr. Aber die Polizei hat unser Vertrauen verdient. Ich, der ich in der Nachkriegszeit geboren bin, habe immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass wir in Europa in stabilen, rechtsstaatlichen und demokratischen Verhältnissen leben dürfen, verdanken wir auch ganz entscheidend der Tätigkeit unserer Polizei. Sie steht auf der Grundlage der europäischen Werteordnung. Und ich bitte den Kollegen, der am Schluss mehr Zweifel an der Polizei angemeldet hat als Zustimmung, sich einfach mal nochmal diese Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen. Die Polizei ist der Freund und der Helfer für unsere Bevölkerung. Und von der Polizei gehen keine Gefahren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus.